Hallo und herzlich willkommen zurück zu Field of Glory 2 Medieval. Wir haben uns hier aufgestellt in einer wahrlich unterlegenen Situation und gehen jetzt auf Zug beenden. Und wir haben hier unseren Feldhaber Martin von Greifen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die anderen stehen. Hier steht einer, Gunther von Stauffenberg, als UFH-Unterfeldhaber. Und der andere Feldhaber, den habe ich noch gar nicht gefunden, der steht wahrscheinlich hier hinten. Genau. Ludwig von Dönhoff, Oberbefehlshaber. Sehr schön. Ich glaube tatsächlich, dass das so funktionieren wird. Ich bin sehr gespannt. Ja. Alles baltische Fußtruppen. Wie, was? Weitens Sohn von Annas. Okay. Wir werden hier... Wir müssen mit der ganzen Abteilung tatsächlich ein nach links gehen. Und das machen wir mal alles manuell. Denn wir kommen ansonsten hier in den Bewegungsradius rein von ihm. So, mit ihm habe ich kein Problem. Er kann direkt nach vorne gehen. Und er wird schön Runde für Runde folgen. Und ich denke, dass wir mit den beiden Pferden und der Flanke, die dann hier reinstürmt, hoffentlich kein Problem haben werden. So. Die ganze Abteilung, die ganze Rotte, ist die Frage, die sind auch noch da. Okay, dann werden wir mit dir... Aber da vorne gehen, aber erstmal zeigen wir uns die Sichtlinie an. Ja. Wie sieht es mit deiner Schussreichweite aus? Okay, das sieht man jetzt natürlich schlecht. Er ist bei 1. Dann stellen wir dich da vorne hin. Und du bitte dort die Straße entlang. Und dann werden wir euch alle gesammelt ein vorziehen. Die haben wir ganz, die hat der Computer tatsächlich auch ganz gut aufgestellt. Wir haben hier die baltischen Wehrpflichtigen. Jetzt müssen wir nur überlegen, was wir mit den beiden oder was wir mit denen hier machen. Wir müssen einen auf jeden Fall, beziehungsweise zwei sogar, nach hier schicken mit der Zeit. Die müssen hier hinterkämpfen. Und er geht da lang. Ich würde sagen, so machen wir das. So, du musst nach da, um hier in diesem Bereich zu kommen. Und die müssen nach dort gehen. Mhm. Gucken wir mal, ob wir noch was machen können. Nee. Haben wir noch eine Einheit, die schießen kann? Auch nicht. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Meine Idee ist nämlich tatsächlich immer, das hat beim letzten Mal sehr gut geklappt, dass wir ihn an den Flanken erwischen. Und mit den Rittern ist das tatsächlich eine sehr gute Lösung, denn wir haben jetzt mehrfach gesehen, die baltischen Fußtruppen sind halt wirklich gegen Ritter nicht gut geschützt. Und ich sehe momentan auch nicht, dass er viele Ritter dabei hat. Wahrscheinlich hätten wir sogar noch mehr Ritter uns mitnehmen müssen. Ich bin da wahrscheinlich immer zu vorsichtig. Wir hätten wahrscheinlich wirklich alles mit Rittern vollkleistern müssen und dann einfach hier durchgehen. Aber dann hätten wir halt wirklich das Problem gehabt, dass wir in diesen Bereichen nicht gekämpft hätten. Wir haben halt in diesem Land der Prußen nicht viel offenes Gelände. Das ist halt das Problem. Und die haben hier halt einen Malus. Hier auf diesem Gelände machen die Ritter das ohne Probleme platt. Das ist wirklich, also das ist für mich persönlich kein Thema. Bloß die Seite hier und der Kernbereich, da müssen wir halt aufpassen. So. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch schon in die nächste Runde. Nicht irgendwem vergessen? Nee, nächste Runde. Er zieht jetzt hier vor und fängt schon an zu schießen. Ja, das ist klar. Das ist sehr gut. Er zieht seinen Feldhaber nach. Auch das ist klar. Die kommen ja langsam außerhalb der Reichweite. Da gibt es die ersten Schüsse. Die ersten, was waren es? 13 Leute? Ich glaube, es müssten 13 Leute sein. Auf unserer Seite sind gefallen. Okay. So. Wieder von links nach rechts. Wir gehen mit dir da oben hin. Und du bleibst bitte hier stehen.
Denn er hat, glaube ich, nur eine Reichweite von 1. Und wir lassen die jetzt hier, wir lassen die kommen. Die Frage ist, ob wir mit ihm eventuell nach da gehen. Das machen wir. Er hat ja noch genug Zeit, sich zu drehen. Und dann werden wir mit der ganzen Rotte ein vormarschieren. Ja. Nein, jetzt habe ich tatsächlich... Na, okay. Ja, wir werden trotzdem einen vormarschieren. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob die Reiterei jetzt hier rauskommt. Nee, kommt sie nicht. Dann folgen wir mit dir nach dort. Ich habe lange überlegt, ob ich jetzt mit den Bogenschützen hier angreife. Aber das Problem ist, wir würden jetzt sinnvolle Munition uns vernichten, wenn wir diese Bogenschützen hier angreifen. Und das möchte ich tatsächlich nicht machen. Die können wir jetzt im Nahkampf erledigen. Ich denke, mit unseren Armbrustschützen sind wir da auch im Nahkampf so gut, dass wir die dort im wahrsten Sinne des Wortes wegmassieren. Und wir müssen halt zusehen, dass wir uns die aufsparen für die Reihen da hinten. So, dann gibt es die Bauern. Die Bauern ziehen wir mal nach dort. Und ja, so, jetzt müssen wir gucken, dass wir die Ritter hier reinkriegen. Das passt soweit. Sehr schön. Einmal nach da bitte. Du kannst hier auch schon rausgehen. Wunderbar. Dann lassen wir die nochmal eine Runde warten, denn er kann sich nicht fortbewegen. Obwohl, nee, das passt eigentlich. Wenn wir mit... Nee, nein, nein, alles gut. Wir warten hier noch eine Runde mit ihm. Da bin ich mir halt tatsächlich nicht ganz sicher, ob das so eine gute Idee ist, wenn wir mit ihm jetzt hier vorrücken. Auf jeden Fall gehen die jetzt in der nächsten Runde hier ins offene Gelände. Die kommen bis dahin. Und dann greifen wir sie mit unseren Rittern an und mit denen auch. Dann hoffentlich haben wir die Seite hier schon erledigt. Ich hoffe es. Gucken wir mal, ob wir alle haben. Ja, die könnten wir noch... Ah, genau. Ihn haben wir vergessen. Er muss natürlich auch noch vor. Und die beiden natürlich auch noch zwei. So. Jetzt bin ich sehr gespannt. Können wir schon mit jemandem schießen? Ja, ist die Frage, ob wir jetzt schießen. Wir können mit ihm... Was? Er ist unser Unterfeldherr. Okay. Wir könnten mit ihm jetzt hier angreifen. Nein, können wir nicht. Keine APs mehr. Er kann schießen. Ja, komm. Einen Schuss geben wir mal ab. Ein Warnschuss. Wir können nichts mehr machen. Außer mit ihm. Nächste Runde. So. Sie gehen wie erwartet zwei Runden zwei vor. Dort teilen sie sich jetzt sogar schon auf. Dort stellen sie sich in Zweierreihen auf. Ja. Sind das Speerkämpfer? Ne, das sind, glaube ich, weiterhin baltische Fußtruppen. Da müssen wir gleich mal gucken, ob das Speerkämpfer sind. Ansonsten haben wir ein Problem. Ne, sind alles baltische Fußtruppen, okay. 200 gegen Fußtruppen, das sind diese Sturmfußtruppen. Ja, passt. Das ist echt gut. Die sehen uns hier noch nicht. Die gehen hier voll mit in diese Richtung. Wir könnten die jetzt direkt hier in die Flanke angreifen. Oder wir stürmen mit unserem Ritter nach da vorne. Und wir können ihn aber nicht angreifen. Nein, wir bleiben noch eine Runde stehen. Wir lassen sie hier kommen. Wir müssen hier nämlich... Wir gehen hier in den Wald rein. Wir lassen die hier kommen. Hier vorne. Wenn die hier sind, wenn die langsam hier in diese Richtung gehen, die haben sich jetzt hier schön zwei Reihen aufgestellt, dann stürmen wir aus dem Wald heraus, greifen die Truppen hier auf offenem Gelände an, wenn die hier stehen. So,
dann gucken wir uns mal die Sache hier an. Jetzt sollten wir eine Möglichkeit schaffen, dass wir mit unseren Reitern durchkommen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir können da nicht angreifen. Wir müssten ihn angreifen. Das ist im Kontaktfall nicht sehr wahrscheinlich, aber im Nahkampf werden wir das gewinnen. Wie sieht es hier aus? Da können wir angreifen. Okay. 8-8, da geht schon die erste Schlacht los. Das sind baltische Fußtruppen versus baltische Fußtruppen. Die sind exakt gleich stark, obwohl nein, wir haben einen... Moment, jetzt muss ich mal überlegen. Sie haben uns ja angegriffen. Das heißt, sie müssten ebenfalls einen Modifikator haben, weil sie ja zum Kämpfen hierhin müssen. Oder haben wir die angegriffen? Das ist jetzt ein wichtiger Unterschied, denn am Ende des Tages ist... es ist egal, denn Negativmodifikator bekommen wir beide oder nicht. Von daher ist es wurscht. So, dann gehen wir mit den Truppen ein weiter vor. Und hier werden wir jetzt die Lücke lassen für unsere Reiterei. Da gehen wir hoch. Und er wird... Na, ich weiß nicht, ob wir ihn da... Wir lassen ihn mal in der Runde aussetzen und ziehen ihn nach. Er geht dort in den Wald mit rein. Und die Reiterei ziehen wir dann nach hier. In der nächsten Runde. Und wenn die hier stehen, dann greifen wir sie an. Mit vereinten Kräften. Von der Seite und von der Seite mit der Reiterei. Und ihn haben wir als defensiven Speerkämpfer in der Hinterhand, falls es hier zu Problemen kommt. So. Ja, dann auf nach vorne mit euch. Ist die Frage, ob wir angreifen. Die Wahrscheinlichkeit eines Sieges ist halt nicht sehr groß. Wir gehen mit dir hier hin. So, jetzt ist die Frage, wir sind ja immer bei der Schlacht, gilt ja das Feld, zu dem wir angreifen. Auch hier. Das heißt, selbst wenn er hier steht, müsste er eigentlich seine starke Unordnung verlieren, weil er auf dieses Feld angreift. So, zumindest meine Theorie. Das werden wir auch gleich mal ausprobieren, indem wir ihn da hinstellen. Das ist natürlich alles... das ist natürlich eine enge Nummer. Aber wir werden das ausprobieren. So, hier greifen wir schon mal an. Wir greifen aber ihn da oben an. Wunderbar. Es gab schon mal ein paar schöne Verluste. So, dann stürmen wir mit unseren Truppen hier los. Das sind normale Bauern, die haben hier... Mit den Rittern gehen wir nach hier. Und mit denen... Ja, wir könnten hier tatsächlich hin und in der nächsten Runde den ersten Kampf machen. Dort angreifen. Und mit denen stürmen wir hinten hin und werden das Gleiche machen und werden ihn von hinten in den Rücken fallen. Und werden jetzt mit dieser Fünfertruppe die ganze Reihe von hier aus aufräumen. Das hat beim letzten Mal wunderbar funktioniert. Und jetzt haben wir sogar noch den Vorteil, dass wir viel schneller da sind. So, dann schauen wir mal. Ja, die könnten noch was machen. Wir könnten hier rausrennen, aber das machen wir nicht. Wir verraten uns hier nicht. Ihn müsste er sehen. Jetzt müssen wir mal gucken. Er müsste auch eigentlich, müsste er doch die gleiche Sichtlinie haben. Im Wald dürfte er nichts sehen, aber können wir das sehen von seiner Einheit aus? Nee. Ja, also er sollte uns eigentlich nicht sehen. Wir bleiben hier drin stehen, da machen wir gar nichts. Wir könnten hiermit angreifen. Das können wir tatsächlich machen. Ich bin mir halt nicht sicher. Er hat uns ja schon gesehen. Wir gehen nochmal kurz hier rein. Kurzdistanz 2. 1, 2. Nee, wir sparen uns den Bogen auf und drehen uns. Nein,
Verdammt. Okay, das war jetzt mal wieder ein Fehlklick von mir. Dann haben wir noch die beiden. Und ich scheue mich nach wie vor, hier unten anzugreifen. Und in den Kampf zu gehen. Wir haben zwar eine reelle Chance. Ach komm, wir machen das jetzt. Na toll. Und wir stehen direkt vor dem Gegner da vorne. Und wie sieht's bei dir aus? Na, herzlichen Glückwunsch. Das war genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Ich wollte mit denen tatsächlich weiter hinten bleiben. Ja, okay, dann können wir natürlich jetzt auch mit unserem Ritter nicht durchkämpfen, durchstarten. Das war jetzt unschön, muss man ganz klar sagen. Da hat er sich direkt zurückgezogen. Okay. Das war's. Er kann noch nach dort gehen. Ich möchte ihn aber in der Hinterhand haben. Ne, wir warten erst. Ne, wir warten erst ab. So. Dann haben wir alles. Nächste Runde. Ja, die ziehen sich so, die ziehen sich zurück. Naja, also auf eine normale. Oh ja, das. Verdammt, Mist. Das Problem ist jetzt. Wir können hier nicht unterstützen. Ja, Stand gehalten, das ist schon mal gut. So, Kontaktkampf. Was? 20 gegen die Speerkämpfer? Eieieiei. Okay, normaler Kampf. Gleichwertige Truppen. Wir hätten echt noch mehr. Ich hätte es gewusst, wir hätten noch mehr mitnehmen müssen von den baltischen Truppen. So. Ah, er stellt sich hier schön. Hier, er geht nicht nach vorne. Er stellt sich hier schön hinten auf. Das ist gut. Das ist sehr klug von ihm. Er macht zumindest im... Was? 26? Ah ja, er greift da unten wieder die Armbrustschützen an. Ah, das war vielleicht tatsächlich ein kleiner Fehler, dass wir so viel Armbrustschützen mitgenommen haben. Wahrscheinlich, ich hätte mehr baltische Fußtruppen mitnehmen sollen. Okay, so. Erster Angriff. Jetzt ist die Frage, gegen wen? Hier haben wir ja noch mehr Truppen, die gleich kommen werden. Erstmal, wir greifen jetzt diesmal von rechts nach links an. Also, hier bitte. Wunderbar. Nächster, hier. Nahkampf. 10% nur. Warum? Ah, weil der Unterfeldherr dabei ist. Dann hoffen wir mal auf einen guten Kontaktkampf. Das war tatsächlich erstmal ein Verlust für uns. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie sieht es hier aus? Das sollte ein Sieg werden, hoffentlich. Ja, sehr schön. Dann müssen wir jetzt schleunigst hier unsere Truppen nachholen. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dass er jetzt hier... Das ist doch eine ganz normale baltische Fußtruppe. Da ist, okay, da ist der Unterfeldherr dabei. Ah, nein, okay, jetzt sehe ich es auch. Ja, es ist keine baltische Fußtruppe, sieht man natürlich auch an dem Banner. Das sind bessere Krieger. Ah, verdammt. Das war ein Fehler von mir wieder. Ja. Da hätten wir hätten wirklich den hier angreifen sollen. Okay, gut. Wie sieht es bei ihm aus? Ein Angriff ist sehr unwahrscheinlich. Wir könnten aber... Wir können auch nicht schießen. Wir können gerade nichts machen mit ihm. Dann lassen wir uns mit ihm zurückfallen. Und gucken, dass wir hier die Bauern opfern. So, dass wir ihn zumindest retten. Gut, dann gehen wir hier weiter. Sieg 15%, das ist sehr ausgeglichen. Gucken wir mal, was kommt. 9 zu 5. Ja, okay. So, wie sieht es hier aus? Ebenfalls sehr ausgeglichen. 10, 8. Jetzt für keinen Sieg oder einen Verlust. Da könnten wir einen Sieg raushandeln. Ja, sehr schön. Und sie lässt sich schon zurückfallen. Wunderbar. Wie sieht es hier aus?
keine Siegchance. Ich hätte ja gehofft, also das ist so schade, wenn wir eine Nachverfolgung brauchen, dann macht das nicht. Er hätte jetzt hier hingehen müssen und dann hätten wir hier durchstoßen können. Und er macht's nicht. Ärgerlich. Wir können hier unterstützen, macht keinen Sinn, wir werden mit ihm warten. Hier müssten wir eigentlich, müssen eigentlich angreifen, aber wir haben hier keine Chance auf einen Sieg. Nee. Machen wir nicht, keine Chance. So. Einmal angreifen. Und einmal angreifen. Jetzt werden wir mit unserer Reiterei dahin stürmen. Und er wird... Ach, er kann hier auch wieder nicht rein. Das ist ja... Okay, er geht erstmal mit nach vorne. Und wir werden mit ihm... Ah, wir können die Truppe... Nee, wir müssen gucken, dass wir ihn hier rauslocken. Wir werden mit den Truppen jetzt da oben hingehen und uns in der Flanke präsentieren, sodass er das da jetzt sieht und nach unten geht. Mal gucken, ob das passt. Entschuldigt bitte die Unterbrechung. Okay, weiter geht's. Hier sind wir vorgerückt und mit ihm möchte ich nach wie vor drinnen bleiben und hoffen, dass die sich jetzt dazu entscheiden, den hier anzugreifen. Ihn werden wir auch schon mal angreifen. Zack. Und dann gucken wir mal. Wir haben die beiden noch. Ihn noch. Wir können angreifen, das machen wir nicht. Ja, mit ihm. Ja. Das Problem ist, im Kontaktfall sind wir schlecht drauf. Im Nahkampf sind wir besser dran. Wir machen das. Ah, verdammt. Genau das habe ich erwartet. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Okay. Dann gucken wir mal, wie der Gegner reagiert. Bin sehr gespannt. 6 und 9. Ja, das ist klar. Da greift er weiter an. Da auch Nahkampf. Das wird wahrscheinlich unsere erste Einheit sein, die fällt. Okay, das sind die Bauern. Wahnsinn. 26 gleich von zwei Seiten. Ach, das ist ja fies, ey. Okay, da greift er jetzt an. Hier zieht er sich dahin zurück. Das heißt, hier können wir jetzt mit der Reiterei mithelfen. Sehr gut. Ja, wunderbar. Hier hat er jetzt gemerkt, dass wir hier von den Flanken kommen. 4, 5. Das war gut für uns. 6, 8 auch. 6, 6. Mhm. Wir müssen hier die Linien halten. Das ist der Punkt. Damit die Reiterei das dann aufräumen kann. Und noch standgehalten. Das ist ärgerlich. So. Unsere Runde. Und ich würde sagen, wir fangen wieder hier an der rechten Seite an. Und wir gehen drehen uns mit ihm. Schwierig. Ich würde sagen, wir gehen mit ihm dahin. Dann sind wir aber gedreht. Nee, wir gehen mit ihm nach vorne. Und greifen ihn hier an. Niederlage 53%. Warum denn? Was hat er denn? Ah, okay. Das sind die besseren Fußtruppen. Ah, das ist ärgerlich. Wir greifen da trotzdem an. Sehr schade. Nee, das wird tatsächlich nichts. Dann müssen wir hier jetzt schon mit unserer Reiterei zu Hilfe kommen. Das war eigentlich nicht geplant. Das hatte ich tatsächlich so nicht geplant. Okay, dann werden wir mit ihnen schon mal in dem Bereich angreifen. Da hat er hier taktisch gut relativ starke Fußtruppen hingestellt. Das hat er gut gemacht, muss man sagen. So,
Er muss sich jetzt für einen Kampf drehen. Das werden wir machen. Und unser Feldherr wird sich bitte auch drehen und dann hier in den Kampf mit einschreiten. Er hat sich jetzt zurückziehen lassen. Hier, mal gucken, ob das klappt. Ich hoffe, wir haben mal ein bisschen Würfelglück. 8 und 6, sehr schön. Das ist völlig unmöglich, das werden wir nicht machen. 7%. Ja, wir sind schon aufgerieben. Wir gehen hier ein vor. So. Werden dort angreifen. Sehr schön. Und mit unserem Reiter können wir dann durchstoßen und den Oberbefehlshaber in die Mangel nehmen. Mal gucken, ob das in der nächsten Runde klappt. So, dann greifen wir auch hier an. Und da auch. Ja, es ist nach wie vor sehr ausgeglichen. Okay, so. Hier sehen wir jetzt schon, was für mördermäßig viele Truppen die haben. Und da müssen wir jetzt echt zusehen, dass wir hier einen Erfolg feiern. Deswegen einmal angreifen. Auch wieder ein Unentschieden. Auch hier einmal angreifen. Und zermürbt, aber er hält immer noch durch. Das ist der Wahnsinn. Wir gehen einmal da oben hin, dass wir uns hier ein bisschen breiter aufstellen. Wir kommen hier nicht durch. Das ist das Problem durch ihn. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal sie hier wegmähen. Und der steht in einem Wald. Das weiß er auch ganz genau. Sehr schade. Vielleicht können wir ihn tatsächlich mit einem Flankenangriff kriegen. Mal gucken. So, dann gucken wir, welche Einheit wir noch nicht haben. Mit ihm wollten wir nicht angreifen. Er könnte damit in die Schlacht kommen. Macht aber keinen Sinn. Kann auch sonst nicht angreifen. Wir hätten ihn noch. Nee. Auch Niederlage. 82%. Er ist auf offenem Gelände. Wir müssen das mit der Reiterei erledigen. Wir können nichts mehr machen. Und ich würde sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategiene. Ciao, ciao.